Wenn ihr denkt, oh, wir regen uns zu viel auf, oder wenn ihr denkt, wir sind zu aggressiv, stell dir vor, das wären deine Geschwister dabei, deine eigenen Eltern, die so ausgebeutet werden, die niedergemacht werden, die versklavt und ausgebeutet werden, nur um Unterhaltung, Entertainment für andere Menschen anzubieten oder für Aliens. So, das würde keiner akzeptabel finden. Podcast mit Jacke, weil es ist Winter. Du hast Handschuhe an, wunderbar. Und hast mich gebeten, das Ganze zu moderieren. Also herzlich willkommen auf deinem Podcast. Danke. Du hast ein paar Notizen. Ich sehe schon hier irgendwas, Avatar, Dolphin Show. Genau, darüber werden wir reden. Sollen wir damit direkt anfangen, oder was? Ja. Okay. Also es ist halt sowieso auf Social Media, also auf Instagram habe ich das mitbekommen, du auch, glaube ich. Wer das Video sieht, Sky ist natürlich auch hier. Genau. Mit muss dabei, den Podcast unterbrechen, ne? Um die Ziele zu verteidigen. Genau. Ne? Okay. Also. Die Scheiße, der James Cameron ist, genau. Ja, also es ist halt für die Premiere oder irgendwie, also um den Film zu launchen, stand da so, um den Film, weiß ich nicht, zu präsentieren sozusagen in Japan war das. Ja. Gab so eine Delfin-Show für den Film Avatar 2. Ja, und wie, also ich habe den Film gesehen. Es war ein bisschen so ein, sagt man nicht, ein bittersüßen Geschmack, sagt man nicht. Bittersüß doch. Bittersüß? Ja, ja. Weil ich dachte, ach scheiße, ich hatte schon den Ticket gekauft, um den Film zu sehen, weil es mir darum ging, dass es halt, also ich habe den ersten Teil gesehen. Ich denke, die meisten haben den ersten Teil mittlerweile gesehen. Die meisten, genau. Und das ist einfach so eine Experience, so ein krasses Erlebnis, den Film zu sehen, also den ersten. Und ich dachte, okay, interessant, wie das laufen wird, so unter Wasser, also mit Ozean und so weiter. Keine Angst, es gibt keinen Spoiler für den Film. Genau, kein Spoiler. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Also von dem Trailer kann man schon so ein bisschen absehen, ja, dass es halt, ja, um das See halt geht, um das Meer. Genau, aber grundlegend wie bei Avatar 1 genau, ja auch, was ich damals auch schon nicht verstanden habe, warum Leute das nicht ernster nehmen. Ja. Oder nicht verstehen, dass es eigentlich genau das ist, was auf der Welt passiert. Ja. Also da ist ja dieses, auch um jetzt nicht Teil 1 zu spoilern, vielleicht hat das jemand nicht gesehen, aber es sind ja diese einheimischen Lebewesen, sage ich mal. Ja. Und ja, Menschen kommen und rotten die aus für Ressourcen quasi. Genau. Was also zerstören deren Welt so mehr oder weniger, nur um Ressourcen zu plündern. So im Grunde genommen. So. Nichts Unterschiedliches als was. Genau, diese Lebewesen da, die sind halt noch sehr verbunden mit der Welt, mit den Pflanzen da, mit den ganzen Tierchen und so weiter. Wie eigentlich hier auf der Welt auch. Ja. Nur manche scheißen halt im Sinne von Geld da drauf. Ja. Was mit einheimischen Menschen passiert oder mit einheimischen Tieren passiert. Und das, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, denke ich mal, wurde auch in Teil 2 wieder aufgegriffen. Diese Verbundenheit. Vielleicht wollte James Cameron, könnte man ja denken, der hat ja auch Regie geführt bei The Game Changers und bei anderen. Titanic. Bei Titanic. Gut, Titanic hat nicht viel damit zu tun, was ich sagen wollte. Ja. Aber ja. Ist ja auch ein Advokat. Wo möchtest du hin? Ein Advokat für eine pflanzliche Ernährung und Umweltschutz oder beziehungsweise Umweltzerstörung durch. Ja, und eigentlich Tiere respektieren. Ist Tiere halt respektieren, genau. Ja. So. Und dann auch noch so einen Film rauszuhauen, wo eben die Verbundenheit so dargestellt wird von allen Lebewesen, von allem Leben auf der Erde etc. Ja. Ja, und damit mit der Message, die Tiere auch, die Meerestiere zu schützen. Speziell zu im zweiten Film jetzt, ja. Ja, genau. Ja. Also das, und dann genau, und den Film damit zu bewerben, ja, mit so einem scheiß Quälerei, wo es mittlerweile einfach so bekannt ist, dass in Japan diese Delfine da, es gibt auch eine Doku, also The Cove, ja, sonst in Suspiracy kann man das auch sehen, wie die Delfine da aus ihren Lebensräumen beraubt werden, wie sie geschlachtet werden, das ist ein Blutbad und der hat das genau unterstützt, nur um fucking Kohle für seinen Film zu machen. Ja, um den Film zu promoten, im Grunde genommen. Genau, also wer es nicht mitbekommen hat, jetzt sich noch nicht ganz denkt, was ist hier los, ist halt eben so eine Art SeaWorld.
so ein Aquazoo oder wie man es auch im Aquagefängnis kann man es nennen, Aquapark, wo eben Meereslebewesen, unter anderem eben auch Delfine, ich denke auch andere Tiere werden dort eingesperrt sein. Ja, sicherlich. Im, das ist noch ein Stückchen Futter, eingesperrt sind. Und von allen Orten, wo man Avatar 2 zeigen kann, Trailer zeigen kann, promoten kann, von allen Orten in ganz Japan offensichtlich, ist ihm oder dem Team vielleicht kein besserer Ort eingefallen, um einen Film zu promoten, in dem es darum geht, Leben zu respektieren, als ein fucking Aquazoo. Von allen Möglichkeiten, war das die beste Möglichkeit? Ehrlich? Das war die beste Möglichkeit, die es gab, okay? Ja. Weil dort sind natürlich diese Lebewesen gegen ihren Willen eingesperrt. Und was du gerade gesagt hast, was man in der Doku The Cove auch sehen kann, das sind, also ne, die Tiere werden da halt eben in diese Bucht getrieben mit Booten. Ja. Und dort entweder, ich glaube, so 1800 Stück dürfen da legal von der Regierung aus gefangen werden. Mhm. Und von da sind halt dann ein paar, die gefangen werden für Aquazoos und weitere Etablissements. Und auch eine bestimmte Zahl darf halt einfach geschlachtet werden. Mit der Begründung, dass sie ja Fische fressen. Und die Fische würde man ja lieber als Mensch fangen. Und deshalb darf man die Delfine töten, weil die fressen sonst zu viel Fische. Ja, genau. Darum geht es ja, geht hier um den Aquazoo. Aber das ist eben The Cove, also diese Küste, die dann eben sich blutrot färbt, diese Bucht. Von dort aus eben viele Delfine gefangen werden. Die sind nicht nur, das wollte ich eben einführen, die sind nicht nur in Japan dann diese Delfine. Die werden natürlich um die ganze Welt geschifft und geflogen. Ja. Und landen auch wahrscheinlich irgendwo in Europa, in Aquazoos oder in den USA oder sonst wo. Oder in fucking Duisburg in Deutschland. Ich glaube, da ist keiner aus Japan. Man kann sehen, wo die herkommen. Okay. Aber es sind, glaube ich, in Duisburg nur noch 2 oder 3, die überlebt haben von den Wildfängen. Der Rest sind quasi Nachzuchten von diesen Tieren. Ekelhaft. Aber ich meine, man kann das sehen, ich glaube, in Kuba wurde einer gefangen. Ich meine, nicht aus Japan. So vielleicht in Nürnberg gibt es noch ein Aquazoo in Deutschland. So oder so, von allen Orten war das mit Sicherheit der dämlichste zu wählen und der absurdeste und der ekelhafteste. Ja. Ja, das, also ich, es ist für mich wieder so eine Erinnerung für mich, also sowieso, ich habe das seit langem quasi mich sowieso entschieden, dass ich halt nichts von sogenannten veganen Promis oder Influencer halte, weil es sind so viele, die das Wort vegan nutzen, eigentlich nur für eine pflanzliche Ernährung, die dann überhaupt keinen Scheiß über Tierethik geben, die dann ihre Werte komplett durchs Fenster schmeißen für die Kohle. Das hat sich auch vor kurzem auch gezeigt bei dem Paul Unterleitner, der einfach ein Fucker ist, weil der auch fucking nicht vegane und nicht tierversuchsfreie Produkte auch bewirbt, mit Partnerschaften, mit bestimmten Unternehmen. Richtig ekelhaft. Dafür habe ich auch den Beweis. Und das ist genauso, ja, mit Schauspielern, mit wem auch immer. Vielleicht die paar Personen, wo ich das wirklich glauben würde, ist halt Moby, Joaquin Phoenix. Moby. Also wir sagen Moby auf Französisch. Ja, Joaquin Phoenix, Leute, die sich wirklich engagieren, auch für die Tiere selbst kämpfen. Aktivisten sind. Die Aktivisten sind, Aktivisten, reden, halten und wirklich engagiert sind. Aber von allen anderen, und weil wir das so oft erlebt haben, direkt am Zoo oder wo auch immer, wo die Leute ins Gespräch reinkommen und sagen, ja, ich bin auch vegan, wir sind auch mit euch. Ja, vor allem bei Promis ist es ja noch so, die sagen das nicht mal selber. Die erwähnen das in irgendeinem Interview am Rande und irgendein Journalist schneidet es auseinander und macht dann eine Headline daraus, so und so ist vegan und alle reposten das und so kommt dann dieser Mythos so zustande. Oder ab und zu esse ich halt vegan, sagen sie dann dabei auf Englisch. Aber es hat so wie Menschen im Aktivismus, die wir so oft getroffen haben, die halt ins Gespräch reinkommen und sagen, wir sind vegan und dann, ja, nur ab und zu esse ich ein Ei. So, vom Garten, vom Nachbarn oder ja, ab und zu kaufe ich Pelz oder ja. Ja, ich wollte noch 2 Sachen zu dem Film sagen. Erstmal die Rede, die er dort gehalten hat, also er hat nicht nur den Trailer gezeigt oder Ausschnitte vom Film, ich weiß nicht, sondern auch eben eine kleine Rede gehalten oder was gesagt und hat dann noch darauf hingewiesen oder klargemacht, wie intelligent Delfine sind und dass er das so toll findet, wie intelligent diese Tiere sind und wie einzigartig, während die in dem Pool vor ihm im Kreis schwimmen und dumme Tricks machen, währenddessen irgendeine Lichtshow abläuft und alle applaudieren. So,
Da fällt dir doch nichts mehr ein. Es ist so ekelhaft. Es gibt noch eine andere Doku genau darüber, über solche Delfin-Shows und andere Shows mit Marienlebewesen. Das werde ich auch verlinken. Das ist einfach so eine fucking ekelhafte Industrie. Blackfish. Nee, was anderes, was auf YouTube verfügbar ist. Das hatte ich der eine Kundin geschickt. Ja, Blackfish ansonsten. Blackfish auch. Und Delfine, die werden teilweise auch verhungert, um diese Tricks zu üben, damit sie halt gehorsam sind. Und es gibt so viele andere ekelhafte Sachen. Die werden vergewaltigt, abmasturbiert. Es ist ekelhaft. Einfach ohne Ende ist das ekelhaft. Ja. Sowas zu unterstützen. Also Leute, die sowas unterstützen, kann ich halt nicht respektieren. Stell dir vor, er hätte, als er bei dem Film The Game Changers hat er ja auch mitgewirkt, wo eben auch auf die Vorteile von einer pflanzlichen oder pflanzenbasierten Ernährung hingewiesen wird, auch in Bezug auf den Verlust zum Regenwald und so weiter, ja, ne, durch Rindfleischproduktion und so weiter. Stell dir mal vor, er hätte diesen Film beworben bei der Weihnachtsfeier von dem größten Fleischproduzenten der USA. Genau, bei so einer Agrarmesse. So Cargill oder so. Ja. Nee, so ein Fleisch oder in einem Schlachthaus. Ja. So. Das ist nicht der Ort, wo du so einen Film zeigst. Nicht, dass die Leute das nicht verdient haben, das zu sehen. Ja. Aber ich wette, das war ja angekündigt, sein Besuch. Ja. Vor Publikum. Hm. Das heißt, Leute haben wahrscheinlich extra Tickets gekauft, um ihn dort zu sehen, weil sie Avatar-Fan sind. Und wären vielleicht gar nicht in diesen Aquazoo gegangen, aber dachten sich, ach, Avatar wird vorgestellt, James Cameron ist da, da ziehe ich mir mal ein Ticket. Ja, und ja, um den Mann zu sehen, ja, genau, vielleicht, wie auch immer. Ja. Das heißt, er hat mit seinem Besuch auch noch dazu beigetragen, dass mehr Menschen vielleicht in diesen Aquazoo gegangen sind, die normalerweise nie da gewesen wären. Richtig, und das kann nur halt eine Partnerschaft mit ihm, zwischen ihm und diesem fucking Aquazoo sein, damit sie zukünftig auch noch mehr Kunden bekommen. Und das passt überhaupt nicht. Es ist halt das in dem Film, dass die heimischen Menschen da auch Tiere reiten, weil es halt so ein heimisches Volk. Das ist auch nichts anderes, ob es in anderen Ländern ist, wo die Leute keine Verkehrsmittel haben, wie wir in Europa oder Amerika, wie auch immer. Aber die Leute in dieser Welt zu unterstützen, Delfine zu reiten, wirklich, ja, die von ihrem Lebensraum beraubt wurden, die ausgebeutet werden, die werden lächerlich gemacht, sowas von niedergemacht. Das ist einfach nicht menschlich. Der hat keine Werte, dieser Typ. Ja, offensichtlich nicht. Nee. Also das, ja, wieder zum Kotzen, zum Ausrasten. Deswegen ist es... Ja, also es ist natürlich schon, jetzt schreiben wieder alle drunter, oh, ihr seid so aggressiv und so weiter. Klar, das macht mich aggressiv, wenn ich Tiere im Aquarium irgendwie sehe, die da eingesperrt sind. Und das ist schon schlimm genug. Und da habe ich auch schon in ausreichender Länge drüber gesprochen. Mhm. Aber noch frustrierend ist es halt, wenn ein Mensch, wo du vielleicht denkst, dass er so ein bisschen mehr Weitsicht hat und gerade mit so einem Film dann das an dem Ort zeigt, das ist halt so wirklich frustrierend, ja, kann man sagen. Deshalb regt dann das so ein bisschen auf. Und wenn ihr denkt, oh, wir regen uns zu viel auf oder wenn ihr denkt, wir sind zu aggressiv, stell dir vor, das wären deine Geschwister dabei, deine eigenen Eltern, die so ausgebeutet werden, die niedergemacht werden, die versklavt und ausgebeutet werden, nur um Unterhaltung, Entertainment für andere Menschen anzubieten oder für Aliens. So, das würde keiner akzeptabel finden. Also warum sollte das mit den vermutlich intelligentesten Lebewesen, warum wäre das jetzt plötzlich... Zumindest wie Menschen irgendwie Intelligenz messen wollen. Ja. Wie man das auch immer, ja, an welcher Metrik man das festhalten will. Ja, ja, schade. Schade, schade, Schokolade. Ja. Ja, nächstes Thema. Vegane Schokolade. Vegane Schokolade, ja. Genau. Nächstes Thema, ja, wieder eine andere ekelhafte Industrie, wo auch Tiere zur Unterhaltung von Menschen benutzt werden. Ach so, das wolltest du. Okay. Ja. Ja, ja, da habe ich einen Artikel gefunden. Ich lese den mal vor, damit wir uns jetzt nicht einen zurechtstammeln müssen und versuchen, das zu beschreiben. Ich lese das einfach mal vor und wir reagieren einfach drauf, was dort steht, würde ich sagen. Also es ist jetzt hier von RBB. Also da gibt's, gestern war mein YouTube-Feed voll mit dieser
Meldung von diesem geplatzten Aquarium. Wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen. Mhm. Geplatztes Aquarium in Berlin. Tierschutzorganisationen kündigen Strafanzeige an. Also es ist, ich lese einfach vor. Nach dem Zerplatzen des Großaquariums Aquadom in Berlin-Mitte hat die Tierschutzorganisation Peter vorrechtlich gegen die Verantwortlichen vorzugehen. In Anführungszeichen, also so die Organisation. Wir werden Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstatten, weil hier offenbar fahrlässig mit dem Leben von rund 1500 Fischen umgegangen wurde, sagte ein Sprecher der Organisation RBB am Freitagmittag. Die Zerstörung des Aquariums sei eine riesengroße menschengemachte Tragödie. 1500 Fische tot oder fast alle tot, nur kleine konnten möglicherweise überlebt haben. Aber allein schon, wenn man hier sagt, rund 1500. Also es weiß wahrscheinlich niemand, wie viele Lebewesen da wirklich in diesem Tank waren. Es könnte 2000 gewesen sein. Könnten 2000 sein, könnten, weiß ich nicht, 1800 gewesen sein, irgendwas dazwischen. Also es ist wohl eins der größten Aquarien in Europa oder so. Oder hochkant, zylindrischen Aquarien, irgendwie sowas. Oder das größte sogar, kann es sein? Ja, ja. In einem, also es ist ein Hotel. Warum muss man in einem Hotel überhaupt ein Aquarium haben? Oder ein Eisbär. Also, ja, das ist, ja, genau, stimmt. Das ist gut, dass du das sagst. Da habe ich auch ein Video, glaube ich, zu gemacht und haben sich auch ein paar Leute, glaube ich, zu aufgeregt, zu Recht, meiner Meinung nach. Wo in Asien war das. Ich glaube sogar in China. Ja, ja. Wo es ein Hotel gibt, wo in der Mitte des Hotels ein Eisberg quasi eingesperrt ist. Mhm. Natürlich nicht auf Eis, sondern auf Plastikbeton. Oder Plastik oder Beton und oder Beton. Jedenfalls so, dass er zu jeder Tags- und Nachtzeit zu sehen ist. Weil die Hotelzimmer quasi um diesen, wie so ein Innenhof, angeordnet sind, dass man von jedem Zimmer aus zu jeder Tageszeit auf diesen Eisbären runterblicken kann. Der hat keinen auch zurück. Hat keinen Rückzugsort. Ja. So, und das fand natürlich alle schrecklich, zu Recht. Und jetzt ist es aber so, dass in Berlin da eigentlich mehr oder weniger dasselbe passiert. Und das wurde nie drüber. Und nicht aber ein Lebewesen, sondern 1500 Lebewesen eingesperrt sind in einem Riesenaquarium. Nur, dass Leute die anglotzen können, während sie beim Frühstück sitzen und ein hart gekochtes Ei essen von ausgebeuteten Hühnern oder von geschlachteten Schweinen, die aus der Gaskammer kamen. Ja. So, damit sie sich während diesem Leichenschmaus, im wahrsten Sinne des Wortes, sich noch irgendwie eingesperrte Fische beglotzen können. Mhm. Das war der Sinn von diesem Aquarium. Ne? Und dann, ja, kommt es, wie es kommen musste. Und in dem vollständig zerstörten Becken lebten rund 1500 Fische, mehr als 100 Arten, in 1 Million Liter Salzwasser. Allein schon die Menge an Wasser und Energie, die da reinfließt, ne, ist ja absurd. Die meisten Tiere seien es ausgelaufen, sagt ein Sprecher. Von Energiekrise. Genau, hier steht nämlich auch noch, im Untergeschoss gibt es den Angaben zufolge weitere kleinere Aquarien, also gibt noch mehr Aquarien in diesem Hotel, mit etwa 400 bis 500 Fischen jeweils. Also auch nicht gerade kleine Aquarien. Die seien von dem Vorfall zwar nicht direkt betroffen, allerdings hätten sie im Moment keinen Strom. Weil natürlich durch dieses Riesenchaos da, wenn 1 Million Liter Wasser durch so ein Hotel laufen, dann fällt natürlich der Strom auch aus und die Feuerwehr ist da und stellt vielleicht den Strom auch ab, damit nichts passiert etc. Und die anderen Fische? Das heißt, die Fische sind dann einfach ohne Strom da unten und gerade bei Salzwasserfischen, ich bin absolut kein Experte, aber ich glaube, bei denen ist es noch sensibler, das ganze Milieu im Wasser, quasi die ganzen Werte und so weiter im Rahmen zu halten. Hm. Mit Pumpen, mit Licht und so weiter. Und wenn das natürlich alles ausfällt, dann kann das vielleicht auch mal sein, dass innerhalb von ein paar Stunden, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass innerhalb von ein paar Stunden da schon einige Fische sterben. Ja. Toll. Prima. Das ist so ein riesen fucking ekelhaften Kreislauf. Ja, und dann fragt man sich wieder, wo die ganzen Fische herkommen. Hier steht das noch, Peter und Nabu, also der Natur. Bund irgendwas, kritisieren Konzept grundsätzlich. Ich auch. Die Tierschutzorganisation Peter fordert, dass das Großaquarium auch nicht mehr wieder aufgebaut werden soll und kritisiert das Konzept grundsätzlich. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, ob es richtig ist, Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum, dem Meer, zu reißen, um sie vor Publikum auszustellen, sagte ein Peter-Sprecher. Auf einen Fisch, der hierzulande in einem Aquarium ausgestellt würde, kämen 3 bis 4 tote Fische, die bereits beim Fang und Transport gestorben sind. Auch der Naturschutzbund Berlin, das ist NABU, kritisiert auf Twitter, dass Fische nicht als schwimmende Deko missbraucht werden sollten. Perfekter kann man es eigentlich nicht sagen. Es ist keine schwimmende Deko, vor allem nicht in einem Zeitalter, also 2022, das gleiche gilt auch für den Aquazoo eben, wo man mit Hologrammen und Lichtshowen und Drohnen etc. die abgefahrensten Dinge machen kann. Oder man, es gibt auch Artisten oder ArtistInnen. Es gibt auch Delfin-Roboter, die schon
hergestellt worden. Was ich sagen will, es gibt die Möglichkeit, in einem Hotel Leute zu bespaßen, ohne dass man Fische dort einsperrt, ja, oder andere Lebewesen. Oder in Zoos oder Aquazoos. Und es wird sogar einen Zoo geben, ne? Ja, da bin ich noch im Kontakt mit denen, wann ich da den Podcast mit denen mache, aber ja. Aber es gibt Pläne dazu, klar. Genau, mit Hologramm, ja, mit vielleicht also Tierroboter und ja, also Virtual Reality Brillen, genau, etc. So ein ethischer Zoo sozusagen. Genau. So, ja, was ich noch, wo ich noch einhaken wollte bei dem Fang der Fische, habe ich jetzt in einem Satz irgendwie gesagt oder vorgelesen, dass auf einen Fisch drei, vier, wie viel auch immer, selbst wenn es zwei sind, selbst wenn es keiner ist, bleibt es immer noch unethisch, aber eben Fische, die beim Transport sterben. Weil diese Fische, die sind in vielen Fällen keine Nachzuchten, vor allem diese Salzwasserfische, die kommen dann aus dem, weiß ich nicht, Pazifik oder sonst wo, wie man es bei Findet Nemo gesehen hat. Ja. Was auch lustig, was heißt lustig, scheiße war, dass nach dem Film, wo man eigentlich auch wieder denkt, jetzt kaufen die Leute keine Fische mehr. Seitdem wurden, also ich glaube, an den Wochen danach wurden noch nie so viele Clownfische verkauft wie vorher. Weil so plötzlich jeder einen Clownfisch haben wollte. Die Leute sehen einen Film, wo der Fisch offensichtlich verreckt in diesem Aquarium mit seinen Kumpeln und verzweifelt ist, weil er will seinen Papa im Ozean wiederfinden. Ja. Und dann, was haben sie besser zu tun? Ja. Diese Fische genau das Gleiche machen. Aus dem Lebensraum zu rauben. Ja. Ja. Fuck you. Ja. Genau. Nur damit man dann eben, so eine, einfach eine riesen Scheißhaufen. Eine riesen Scheiß-Shitshow. Riesige Katastrophe. Man darf sich gar nicht vorstellen, unter welchen Umständen die Fische jetzt gestorben sind. Die sind wahrscheinlich alle erstickt, irgendwo im Hotel verteilt. Ich will gar nicht mir vorstellen, wie das gewesen ist für diese Fische. Nee. Vor allem auch nicht für die damit nichts, was heißt mal nichts damit zu tun, aber auch die im Keller dann noch gestorben sind vielleicht. Ja, aber allein schon die Aussagen, das sind rund 1500 Fische, also das zeigt schon wieder so, ja, genau weiß ich das jetzt auch nicht, so ob das jetzt so, sind halt ein paar drin. Genau, ist auch nicht so bedeutend, also ein bisschen. Und ob jetzt noch quasi 3000, 4000, 5000 extra gestorben sind, nur damit die man sehen konnte, da sind. Mhm. Und wie viele, ich weiß nicht, wie lange dieses Aquarium da jetzt existiert hat, sagen wir jetzt einfach mal ein Jahr, um den Satz, wie viele in diesem Jahr schon ausgetauscht wurden, weil sie in diesem Salzwassertank verreckt sind. Ja. Und weil tote Fische da nicht so toll aussehen als Deko, tauscht man die dann natürlich auch irgendwie regelmäßig aus. Auf jeden Fall, ja. Absurd. Aquazoos sind Müll. Ob das jetzt in einem Museum ist oder in einem Zoo oder in einem, wie heißt es, Hotel. Ja. Tiere irgendwie einsperren, um Menschen zu bespaßen. Ist daneben. Ja. Punkt. Auch geschmacklich zu bespaßen. Ja, Tiere sind keine Lebensmittel, die sind kein Entertainment, keine Klamotten, keine Versuchssubjekte. Nee. Die sind einfach Lebewesen, die verdammte Rechte verdient haben. Also verdient haben. Nicht weniger, nicht mehr als wir, die verdienen halt, dass sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Dass sie nicht versklavt werden, nicht ausgebeutet werden und nicht ermordet werden. Hm. Das ist eigentlich nicht viel zu fragen. Nee, ist eigentlich nicht viel. Ja. Ja. Ja, soviel zu diesen beiden tragischen Vorfällen, ne? Hm. Und dann gleichzeitig ist das auch so wieder so bittersüß, weil du erfährst sowas in den Nachrichten, also Nachrichten, Social Media, nicht im Fernseher, um Gottes Willen. Und dann gleichzeitig diese Woche hast du ein Tier befreit. Ja, stimmt. Weil wir hatten eine verletzte Krähe gefunden und jetzt durfte sie wieder fliegen in ihrem Lebensraum, wieder, ja, sich rumschauen, wieder Kumpel vielleicht wieder treffen und gleichzeitig. Und jeder kennt ja auch, vielleicht jeder, viele kennen vielleicht solche Videos von Jane Goodall oder anderen großen bekannten TierschützerInnen, die vielleicht einen Schimpansen, einen Gorilla oder eine Raubkatze, irgendwas wieder auswildern. Mhm. Und man kennt diese Videos, wo die dann in der Box sind und macht das Ding auf und lässt die Tiere wieder da hinlaufen, wo sie herkommen, wo sie gerettet wurden. Und man sieht solche Videos und denkt sich, also ich denke, die meisten Menschen denken sich das so, oh, der kleine Fuchs oder was auch immer, so schön kann wieder in den Wald, wo er herkommt. Ja. Und gleichzeitig bezahlen sie dafür, dass tausend andere Fische genau aus diesem Lebensraum rausgerissen werden, um in so einer in irgendeinem Plastikpool rumschwimmen, damit James Cameron dann seinen Film sehen kann. Ekelhaft. Ja,
dramatisch. Ich wüsste nicht mehr, ob du irgendjemanden befreien oder irgendwas, habe ich vielleicht gehört, irgendwas. Deswegen, also irgendjemanden auf jeden Fall. Ja, natürlich jemanden. Ich glaube, ich habe nicht irgendwas gesagt. Ja, es ist zum Kotzen, ist lächerlich, unberechtigt, es ist, ja, ist outdated. Und gleichzeitig liegt der da und hat das beste Leben. Ich kann ja mal reden weiter. Ja. Und dann, ja, also wir haben halt. Ich mache mal kurz ein Video, wie das jetzt aus unserer Perspektive aussieht. Ja, damit also da hinten steht die Kamera. Einblenden können. Hier ist der Sky. Hallöchen. Ja, der wurde halt gerettet und aus einem ziemlich Kackleben gerettet. Wir wissen nicht alles, was er erlebt hat. Aber war so lang im Tierheim, wo es halt ein stressiger Umfeld ist, für Hunde auf jeden Fall. Und wir vermuten, der hat auf den Straßen gelebt vorher. Und zu erleben, dabei zu sein und zu beobachten, wie seine Persönlichkeit auch sich voll geändert hat, nicht mal innerhalb 2 Monaten. Das ist für uns einfach so schön zu sehen. Und wenn wir an diesen ganzen Tiere, die voll unnötig und ungerechtfertigt als Unterhaltung benutzt werden, nur damit ein ekelhafter Sack sich die Taschen voll macht, das kann nur einen wütend machen. Also wenn es euch nicht wütend macht, dann versteht ihr das nicht. Das, oder? Ja, es ist schwierig nachzuvollziehen, wie ein das nicht wütend machen kann. Ja. Aber ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt. Ja, wolltest du nicht auf Paul Unterleitner irgendwas zu sagen oder lohnt sich gar nicht, drüber zu sprechen? Nee, ich bleibe halt bei dem, was ich gesagt habe. Paul Unterleitner ist genauso ein ekelhafter Influencer wie ganz viele und ist überhaupt nicht vegan. Der hat eine Partnerschaft mindestens, vielleicht auch mehr, mit einer Firma, diese Tabak Perfumes oder so, also sie sind so Düfte, also Parfums, sind auch Deos dabei, glaube ich, und der nutzt halt die Produkte von denen und ich habe die Firma direkt kontaktiert und gefragt, ob ihre Produkte vegan sind und also sie haben gar kein Produkt, was vegan ist. Und dann sagen sie natürlich, ja, Tierversuche machen wir überhaupt nicht, weil in Europa ist das verboten, bla bla bla, unter den Richtlinien, da da da. Aber selbst wenn es der Fall ist, dass es in Europa verboten ist, wenn diese solche Firmen nicht von PETA überprüft wurden, wo sie sich deutlich offiziell gegen Tierversuchen ausgedrückt haben, dann gehören sie nicht auf der Liste von PETA, von Firmen, die keine Tierversuche durchführen. Und also, sie können auch auf anderen Märkten. Richtig, ja. Also für andere Märkte, wie in China zum Beispiel, wenn Firmen dort Produkte verkaufen, ist das in China, das ist einfach Pflicht, dass sie Tierversuche durchführen, um ein Produkt da auf den Markt zu bringen. Deswegen, wenn sie das dort machen, wenn sie die Produkte da verkaufen, ja, führen sie auch Tierversuche durch. Richtig. Das ist wieder so ein Ding, was auch viele dann irgendwie sagen, ja, in Deutschland gibt es Richtlinien oder bla, selbst wenn es die gibt, A, wer will kontrollieren, die sich eingehalten werden, B, gibt es im Ausland genügend Länder, bei denen es diese Bestimmung nicht gibt, und dann lässt man das halt in einem Ausland testen. Ja. Oder in einem anderen Kontinent. Ja. Oder nur halt bestimmte Inhaltsstoffe, die. Ungeachtet genau. Dessen aber auch. Genau, es könnte sich auch sein, dass diese Firma einfach Rohstoffe dieses Produkts aus Asien kauft, wo die halt an Tieren getestet wurden. Ja. So, dann ist man auch aus dem Problem umgangen. Ändert aber selbst Tierversuche hin oder her, selbst wenn man jetzt anzweifeln will, dass es Tierversuche gibt, ändert er nichts daran, dass tierische Bestandteile da drin sind. Ja. Also sie sind nicht nur nicht tierversuchsfrei, nee, sondern auch nicht tierinhaltsstofffrei. Ja, so. Ja, weil da war, was war? Irgendwelchen tierischen Ursprungsstand in der E-Mail. Ja, also die E-Mail werde ich auch einblenden. Ja. Aber es ist halt fucking absurd für mich, weil vegan bedeutet einfach, Tiere in Ruhe zu lassen. Also warum muss es überhaupt so ein tierversuchsfrei, also tierversuchsfreie Siegel geben? Das Label vegan sollte einfach dafür gelten, dass ein Produkt ethisch ist,
also gegenüber Tieren gegenüber, dass nichts mit Tieren da passiert ist, dass keine Tiere gelitten haben oder ermordet wurden für ein Produkt. Das sollte reichen. Hm. Aber jetzt, wo wir in dieser Zeit leben, wo das noch nicht so ist, achtet bitte darauf, dass Produkte sowohl vegan wie tierversuchsfrei sind und die offiziellen Siegel, worauf man sich zu verlassen kann, können wir auch einblenden. Ja. Und ich glaube, das war's jetzt. Ja, jetzt gehen wir wieder back to business. Das, was wir den ganzen Tag lang machen. Sky kuscheln. Und uns sagen, wie süß er ist. Genau. Du bist so süß. Und spazieren und gehen. Spazieren und dann wieder kuscheln. Und dann ins Bett. Aufwachen, kuscheln. Spazieren gehen. Wieder kuscheln. Und so. Genau. Wann auch immer der Podcast online geht, keine Ahnung. Frohe Weihnachten. Genau. Hoffentlich tierversuchsfreie Weihnachten und vegane Weihnachten und leichenteilfreie Weihnachten. Ja. Aber wenn wir jetzt noch drüber über die Doppeldeutigkeit bzw. Heuchelei von Menschen sprechen, die Geburt Jesu zu feiern und Frömmigkeit zu feiern und Frieden auf der Welt zu zelebrieren, während sie Kadaver auf dem Tisch haben, dann dauert der Podcast noch eine Stunde länger. Genau. Und ich habe keinen Bock mehr, danach über irgendwas anderes zu reden. Nee. Deshalb lassen wir das jetzt, denke ich. Also ich zumindest bin raus. Ich auch. Gut. Peace out, lebt vegan, schickt keine Tiere ins Schlachthaus und lebt konsequent mit euren Werten. Ciao. Tschüss.